Jetzt brauche ich gar nicht mehr nach dem Pferd gucken, weil das ist wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr da. Aber wir gucken uns das Ganze doch mal an, weil da hinten ist auch so ein Steinberg. Und Steinberge sind immer auffällig. Das heißt, da ist mit Sicherheit irgendwas drunter versteckt. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Kiste handelt. Tada! Da sind wir auch schon. Nur so weit weg, wie es geht. Jetzt kann ich hier echt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Hey, da leuchtet es immer noch. Das ist ja komisch. Das ist natürlich schlecht. Weil ich das Zeug nicht einsammeln kann jetzt. Das fliegt davon. Kaka. Na gut. Auch nicht so schlimm. Jetzt ist das Leuchten aber weg. Nein, immer noch nicht. Es ist immer noch da. Ich bin gespannt, was das Leuchten zu bedeuten hat. Wenn der Link nicht so blöd rumläuft. Hoffentlich ist da nicht irgendwas. Da ist ein Stein in der Nähe. Ach so, das ist mein blaues Licht jetzt. Das habe ich hingemacht, die Markierung. Ich muss aufpassen. Da hinten ist auch was. Wieso sind denn da so viele Echsen hier? Und da gibt's auch Gewitter. Oh, sorry, aber das musste ich machen. Schon wieder. Wie er da runterpurzelt, habt ihr das gesehen? Ich muss mal kurz was essen, weil sonst bin ich tot. Warum nicht? Boah, cool. Habt ihr gesehen, wie schnell er jetzt auf einmal ist? Geil. Mein Lieblingsessen ist jetzt Spurzeug. Ich kann jetzt hier hochlaufen wie so ein Verrückter. Ich habe mein ganzes Zeug verloren. Aber hey, ist egal. Ich bin echt schneller. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Und hier ist irgendwo ein Stein in der Nähe. Komisch, dass da lauter Viecher sind. Das ist echt. Und normal lauter Echsen und so Zeug, alles ist da. Und hier gibt es sehr oft. Alter, was bist du denn? Ein Leuchthase? Was war das? Was war das? Seht ihr das Licht hier? Alter, da sieht man ja überhaupt nichts. Alter! Was sind das für Dinger? Yeah, ich bleib für immer hier. Das ist meine Lieblingsfarbe, alles voller. Das ist Pferd, ich wusste es ja. Nein, nicht davonlaufen! Bleib da! Geht nicht weg! Hey, da hat wer was verloren. Prinzessinnen-Enzian. Maxi-Trüffel, hier gibt's alles. Fit-Karotte, Fit-Karotte. Krass, oder? Da haben wir also den Herr der Wildnis. Ich muss mal kurz ein Bild von ihm machen. Speichern wir es mal einfach nur, dass wir den Herr der Wildnis haben. Ich möchte gerne wissen, ob er wirklich so ein Eulengesicht hat. Gewitter. Ja, schön. Bin ich hier sicher? Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. Beim ersten Mal funktioniert es nie. Das ist echt cool.
Der Baum ist auch voll schön. Es dauert ein bisschen länger, bis ich... das Pferd eingefangen habe. Okay, das, was ich vorhatte, das hat leider nicht funktioniert. Letztendlich dann wegen was anderem, aber ich habe schon den nächsten Plan, deswegen. Ah ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist dieses Licht und alles weg. Ich bin nur mitten jetzt im Gewitter. Das ist natürlich sehr schön. Oh. Also hier haben wir auf jeden Fall den Herr der Wildnis zu finden. Ich zeige es euch nochmal auf der großen Karte hier. Genau hier. Beim Satodi-Berg. Da mache ich jetzt mal sowas hin. Wegen der Wildnis. Deswegen Blatt. Und hier irgendwo muss ein Stein in der Nähe sein. Oder ein kleiner Krux. Ist auf jeden Fall in der Nähe. Ist natürlich sehr gefährlich, da jetzt runter zu gehen. Aber wir haben es ja schon geschafft. Yay. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Tschüssi. Mach's gut. Und ich habe den Schrein entdeckt. Moratania-Schrein. Cool. Dann gehen wir mal rein. Oh Mann, habe ich schon erwähnt, dass ich sowas hasse? Mit Schwung. Na toll. Wah, wah, wah! Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Okay, mit Schwung, das heißt mit Anlauf ins Nichts stürzen. Ja, das ist schön. Verdammt. Ich habe keinen Krogfächer da. Ich glaube, ich brauche vielleicht einen Krogfächer dafür. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie es geht. Yeah! Ist das nicht cool? Ist das nicht mega cool? Das ist doch ultra cool. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie komme ich denn da hin? Da müsste ich vielleicht die Dinger kaputt machen. Ich habe natürlich jetzt keinen Bumerang mehr oder sowas. Das heißt, es geht nur mit einem Bogen. Mit normalen Pfeilen. Vielleicht geht es auch anders. Aber ich probiere es einfach mal so. So geht es für mich am besten. Deswegen machen wir das auch so. Waldlanze. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, weil die stärker ist als die, die ich jetzt dabei habe.
Ich kann mir schon denken, was die wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da bescheißen kann. Schade. Ich hätte mir gedacht, vielleicht könnte ich es oben irgendwie festhängen. Da komme ich auch nicht hin. Okay. Aber so geht's. Ich weiß, dass es nicht so gedacht war, aber hey. Wer hat denn gesagt, dass es unbedingt so sein muss? Man kann es auch anders machen. Genauso funktioniert's. Normalerweise, ich glaube, dass geplant war, dass man das hin und her schwingen soll. Und man soll dann ausweichen. Aber einfacher ist es, wenn man es so macht, wie es ich gemacht habe. Es ist total easy, wenn man es so macht. Seht ihr, die hängen dann oben auch fest. Ich weiß, es ist ein bisschen schummeln, aber hey. Der Lösung sind keine Grenzen gesetzt und wenn sie das nicht wollten, dann hätten sie es ja geändert. Vielleicht haben sie auch nicht dran gedacht, das kann natürlich auch sein. Ist mir aber im Endeffekt egal. Ich habe mich so oft so blöd angestellt, jetzt darf ich mich auch einmal richtig intelligent anstellen. 15 mal 3 stand da jetzt. Das ist verdächtig. Den Holzbogen können wir wegwerfen, den braucht kein Mensch mehr. Sehr, sehr cool. Sehne sollen die Crocs für Heliana angefertigt haben. Sieht primitiv aus, aber kann mehrere Pfeile gleichzeitig verschießen. Krass. Das ist wieder so eine super Waffe, die ich mir aufheben sollte. Alter, ist das ihr Scheißernst? Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich müsste da irgendwie... Hä? Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Was wollen die von mir? Okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Aha. Und wieso komme ich dann von hier aus nicht hin? Komme ich. Okay. Das wird schwieriger werden. Ich denke mal. Achso, das bleibt sogar so. Oh, ich will immer pfeifen, ich weiß. Es tut mir leid. Das bleibt so. Das ist ja verdächtig. Dann wird's ja einfach. Aber ich will nichts verschreien. Und ich möchte die Ding haben. Das wird schwer, dahin zu kommen. Ich sehe schon, es wird richtig, richtig schwer. Ich hab's nur probiert. Ich wollte nur was versuchen. Wie kommen wir da am besten hin? Wir könnten natürlich jetzt das Ganze wieder andersrum laufen lassen. Komme ich denn zum letzten? Komme ich nicht hin jetzt gerade? Von hier aus vielleicht irgendwie? So? Nö. Egal, dann probieren wir was anderes aus. Das war fast mein Untergang. Schiebt ihr jetzt alle nach hinten? So, jetzt probieren wir es doch einfach mal aus. Haha. Ist es nicht cool? Ist es nicht cool, wie vielfältig eine Lösung sein kann? Da komme ich nicht hoch. Nein! Ist es nicht cool, wie ich trotz so einfacher Lösung immer versage? Es war ein Versuch wert, ich weiß. Ich hätte es wissen müssen.
Ah. Okay. Ich möchte nur... Okay, das ist irgendwie ein bisschen irritierend gemacht, finde ich fast. Ich könnte natürlich jetzt genau in dem Moment... Ich war so gedacht. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall cool und es hat wirklich cool ausgesehen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so, das gehört sich so. Man muss das so machen. Deswegen... Ja... Wir haben es gut gemeistert. Ich denke, wir werden echt immer besser. Wir werden immer wieder besser werden. Das ist unglaublich. Ich bin richtig stolz auf uns, wie gut, dass wir geworden sind. Also ich, nicht wir. Ich rede immer von uns. Aber irgendwie spielt ihr ja doch mit, indem ihr zuguckt. Deswegen, hey. Und wir sind jetzt, wir haben jetzt 8. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Wir müssen jetzt kurz nach Hateno. Das machen wir auch schnell. Das ist das erste Mal, dass ich hier Raben sehe. Krass. Seit wann gibt's hier Raben? Bergkrähe. Krass. Ist ja unfassbar, was ich hier alles finde. Der Berg ist voller Geheimnisse. Aber die komischen Kaninchen, die sind echt voll süß. Die bringen wir wahrscheinlich irgendwas Besonderes, wenn man sie einfängt. Aber irgendwie möchte ich sie nicht einfangen. Die sind so süß. Also irgendwie sind sie creepy, aber irgendwie auch voll süß. Ich habe letztes Mal auch ein Bild gesehen von dem Herr der Wildnis. Deswegen wollte ich ihn jetzt unbedingt mal sehen. Es ist kalt hier. Hat der wirklich Eulenaugen? Mehrere? Das wäre irgendwie creepy, oder nicht? Findet ihr nicht? Ich finde schon irgendwie. Ich finde es irgendwie mega creepy. Aber einerseits natürlich auch total cool. Weil es ein Ei. Noch ein Ei. Noch mehr Eier. Ich bin voll der Eierdieb. Ah, das sind alles Bergkrähen. Okay. Hier blitzelt schon wieder. Ich habe es genau gesehen. Ich habe gerade ausgesehen wie eine Spinne. Das war irgendwie creepy. Da sind überall noch Schreine. Da unten ist noch ein Schrein. Wahnsinn, was hier alles noch zu entdecken ist. Unglaublich. Seht euch das an. Sieht es nicht toll aus? Da haben wir auch noch einen. Hier oben. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Außer, dass ich absolut fasziniert bin. Jetzt weiß ich nur nicht, wir müssen ja nach Hateno. Ich glaube, wir fliegen jetzt einfach mal darüber und gucken mal, wie weit wir kommen. Einfach nur, um die Gegend anzugucken und zu sehen, was hier alles so ist. Wie schön das alles ist. Das ist irgendwie komisch. Tut mir leid, ich muss es mir ansehen. Das ist bestimmt einer, der in der Nacht aufwacht. Das ist ein riesen Monster. Okay, da gibt's nichts Besonderes. Da sind überall solche Dinger. Verdächtig. Weiß jemand, was es damit auf sich hat? Einfach in die Kommentare schreiben. Ich wäre euch sehr dankbar.
sind lauter Leuchtsteine wieder mal. Wir haben etwas Gegenwind. Wie für uns gemacht als Podest. Da ist ein kleiner Krox, den Krog muss ich mir holen, wenn er sich schon so schön anbietet. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Tschüssi. Da haben wir wieder einen Hirsch. Da ist der Schrein unten, oder? Hä, wo ist denn der Schrein hin? Ich habe hier doch zwei Schreine gesehen. Wenn ich den jetzt nicht auf die Schnelle... Da unten ist er. Komme ich denn da so hin? Wir werden es ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das bereue, wenn ich darunter fliege, aber wir müssen es ja sowieso irgendwann mal tun. Das hätte ich mir schon gern mal angeguckt, was hier so ist. Es wäre bestimmt auch interessant gewesen. Aber das sind ja überall Brücken und so Zeug. Interessant. Ich sollte derweil mal meine Sora-Rüstung anziehen. Dakaso-Schrein. Was ich alles für Schreine entdecke. Das ist toll. Unglaublich. Und rein da mit uns. Kraftprobe leicht. Okay. Nehmen wir das mit der stärksten Rüstung. Das hat sogar 5. Das hat auch 5. Das hat auch 5. 14. 14. Haben wir irgendwas, was noch mehr hat? Wir sollten mal die anderen Sachen auch aufwerten. Ah, deswegen mal 3, weil er 3 Pfeile gleichzeitig abschießt. Ah. Dann nehmen wir doch das. Das ist nämlich gleich kaputt. Komm her. Zeig dich, du mieses Wesen. Ist ja nicht so, als hätte ich schon lange nicht mehr gekämpft, aber hey. Der hat wieder so eine Lanze. Alter, seit wann macht er denn das? Okay, ich muss mir eine andere Waffe zulegen. Mit der komme ich nicht klar. Es bleibt nur die übrig. Ist halt schlecht, weil die ziemlich schnell kaputt geht. Was macht er jetzt? Jetzt dreht er sich wieder. Meine Wächterachse ist... Ich wollte eigentlich fliegen.
Was macht er denn jetzt? Stirb. Ich wusste, dass ich das noch hinbekomme. Ich sage ja, es wird immer besser. Ich meine, die Attacken sind ja sowieso immer gleich. Das erzähle ich euch auch jedes Mal. Deswegen, hey. Ich müsste das mit dem Ausweichen. Das ist nicht so einfach wie bei Final Fantasy 15. Es ist wirklich schwer, da im richtigen Moment auszuweichen. Das ist echt... Da muss ich noch ziemlich an mir arbeiten. Das habe ich noch nicht so leicht so gut rausbekommen. Es ist aber auch wirklich schwer. Gut, dann auf geht's nach Hateno. Damit wir das mal aufwerten und dann holen wir uns unsere Herzchen. Gut, und dabei sind wir jetzt wieder in Hateno im Institut und wir werden unser kleines Gerät nochmal verbessern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Halt, ich muss, glaube ich, mit der Bruder sprechen, oder? Hier antike Materialien. Ich habe nur noch eins. Bitte. Katschika! Hey ja! Packen wir es an! Dann packen wir es mal an und das wird echt ein Spaß werden. Damit haben wir alles verbessert und dann gehen wir noch kurz irgendwo hin, wo wir Zeug kaufen und herstellen können. So viel wie es geht. Ich glaube, das mache ich dann schnell ohne euch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich... beim Varudania bin. Und dann machen wir da endlich mal weiter. Es wird ja auch mal Zeit. Hm? Oh! Du hast schon alle Module verbessert, oder nicht? Mit diesem Shikastein und deinen Schwertkünsten ist kein Kraut gegen dich gewachsen. Selbst die Verheerung Ganon hat nicht den Hauch einer Chance gegen dich. Damit haben wir die verborgenen Kräfte abgeschlossen. Ist das nicht schön? Fotos hinzufügen. Tierfoto, Monsterfoto, Zutatenfoto, Waffenfoto, Schatzfoto. Oh. Nein, nein, nein. Ich will gar keinen Schatz. Ich will gar kein Foto. Die mache ich alles selber. Ich brauche keinen, der mir Fotos macht. Ist viel schöner, wenn man die alleine machen kann. Jetzt gehen wir mal kurz in die Stadt zurück. Und kaufen da mal schnell ein. Dann sollten wir zu der guten Fee nochmal gehen, unsere Rüstung verbessern. Ich glaube, das mache ich alles ohne euch. Ihr wisst ja im Endeffekt schon, um was es sich da handelt und was man da machen muss und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die habt ihr schon mal erlebt, die habt ihr schon mal gesehen. Es ist nichts Neues mehr. Und ich denke, deswegen verabschiede ich mich jetzt gleich mal von euch. Und wir sehen uns dann, wenn... Was war das Blaue? Ich glaube, das war die... Ja. Beim Wasser ist es nicht so gut, weil ich habe hier gerade eine Laterne gesehen. Und da noch eine, die noch nicht an sind. Egal. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich soweit bin.
Und dann starten wir auch gleich mit Varudania und machen da endlich mal weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.